Seit Beginn der Osterferien schneiden, malen und kleben die Kinder des Hortes Elsa Brandström für ein grünes Mittweida. Für die Aktion verarbeiten sie Verpackungsmaterialien aus Mittweidaer Geschäften. So schlagen sie gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Sie leisten einen Beitrag zum Hochschuljubiläum, unterstützen die Nachhaltigkeit und sind Teil des bürgerlichen Engagements in der Zschobaustadt. Ja, es war so, dass ich relativ spontan eine Gruppe von mehreren Gewerbetreibenden, Bürger, einfach der Stadt, eine Ärztin ist dabei, zusammengefunden hat und wir haben uns überlegt, gemeinsam was zu tun für die Stadt, um die Stadt noch lebenswerter zu machen, vor allem vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, weil man muss ja auch an die nächsten Generationen denken, wie geht's weiter, wie leben wir mit Natur und Umwelt, was tun wir dafür, damit das wirklich erhalten wird und wir hier gerne leben. Und da war unsere erste Idee, wir würden eine Baumspendenaktion ins Leben rufen. Das Ganze funktioniert so, dass viele Gewerbetreibende der Stadt und an anderen Stellen Spendenboxen stehen, wo jeder, der das möchte, gern Geld spenden kann. Es gibt auch ein Spendenkonto bei der Stadt. Davon werden dann Bäume erworben, die in der Stadt gepflanzt werden, wo auch jeder sich dran erfreuen kann. Und das Schöne ist, dass man halt nicht nur Bürger und Gewerbetreibende, sondern eben auch die Kindereinrichtung mit ins Boot geholt haben. Das Gymnasium unterstützt uns, die Umweltgruppe, die Hochschule hat geholfen. Und ich hoffe, es kommen noch sehr, sehr viel mehr, die uns dabei unterstützen, die Aktion gut finden. 30 der umweltfreundlichen Pappkameraden haben die Kinder des Hortes Elsa Brandström angefertigt. Und wer weiß, vielleicht erkennen Sie diese am Jubiläumswochenende der Hochschule vor den Mittweidaer Geschäften wieder und unterstützen den Kauf eines echten Baumes. Es werden nicht nur Pappbäume, die hier wunderschön gestaltet werden, aufgestellt. Das ist jetzt wirklich nur der Hingucker, um alle aufmerksam zu machen, sondern mit dem Erlös werden dann Bäume sozusagen ja, erworben, die vermutlich im Goethehain oder an anderen Stellen in der Stadt, das ist noch nicht, steht noch nicht ganz fest, aber dazu wird bestimmt auch wieder was bekannt gegeben, die dann gepflanzt werden und auch wirklich an Stellen, wo die Bürger sich aufhalten, wo sie sich selber dran erfreuen können. Und das ist eben der erste Schritt, um hier was zu tun, das Mittweida grüner wird. Eine kurzfristige Idee mit Potenzial für alle.